Herzlich willkommen bei S21 BauTV. Leider weiß ich es ja schon besser, aber erst wenn wirklich hier Schalteile für die Innenwand vom Bahnhofsdruck gebaut werden, dann sage ich was anderes. Und bis dorthin sage ich, hoffentlich wird das ein Biergarten mit verstellbarem Höhendach. So wie beim Ifen Talstation, die Auenhütte, Wintergarten, das Lauberle, könnt ihr mal bei Google eingeben. Genau so stelle ich mir das vor. Und jetzt blicken wir auf B1. Korrektur, B1 ist im Hintergrund, das ist ja schon B2 inklusive. Seitenwand, Schwind, Gassenelement, Schalungsteil für D4. Rechts ist R4. Und weiter unten sehen wir Gewölbeschalungsteil für den Zugangstunnel. Ja, das ist so, war das halt hier. Das ist ja auch oft in der Natur so, dass die Dinge. Aber hast du schon Atem? Das ist bekannt, ne? Und hier ist der nächste Zugungstunnel. Also Gleis 8 und das andere war 6 und 7. Da unten sieht, ist auch klar, warum das Schwindgassenelement auch gleich geschlossen werden muss. Dann schauen wir uns nochmal B1 an. Hier beginnt mit der linken Wandkante. Die geht das senkrecht hoch. Ähnlich auf die Höhe wie hier im Vordergrund. Schauen wir uns noch den Südeingang an und dann geht es rüber auf BA21. Ich schätze mal, beim Südeingang gibt es nichts Neues zu sehen. Da hatten wir die Schalung letztes Mal schon drin und dann verändert sich auch nichts mehr am Blick. Hier hinten K7. Und die alten Anker von BA21. Ja, wobei, wenn du so erzählst, dass ich in Berlin zum Beispiel
Schauen wir uns K7 noch mal ein bisschen genauer an. Und fließender Übergang auf B1. Danke fürs Zuschauen und wenn es gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.